Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Fatal Shadows. Und ja, genau, wir haben ja beim letzten Mal das erste Level gespielt mit Ayame. Und das zweite Level hier spielen wir, wie ich oben links sehe, mit Rin. Mit dem oder der Rin, okay. Aha, das finde ich sehr interessant. Also die Story hier ist quasi abwechselnd. Das heißt, man spielt mal mit einem Charakter und mal mit dem anderen. Das finde ich sehr cool gemacht. Ja, Freunde, den Wegreis brauche ich mal nicht. Ich würde sagen, ich fange hier direkt an. Wir waren ja beim letzten Mal mit Ayame in diesem Dorf da angelangt und haben da irgend so eine komische Frau gesehen, die da irgendwas ja, in der Hand hatte, so einen komischen Stolch oder so. Und da würde ich mal sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. So, Start Mission. Zack. So, Departures. Wir sollen also aus dem Dorf entkommen. Wir sollen uns an die Docks kämpfen und wir sollen durchs Wasser schwimmen. Aha. Okay. Futara. Sehr interessant. Rin. Futaba! Looks like you're on your own now. You'll be alright. Follow that passage. You should be safe that way. Come with me. I'd love to, but I can't. Go on without me. I'm going to miss you. Okay. Aber wer diese Frau jetzt ist, weiß man immer noch nicht, ne? Ach. I'll miss you too, Futaba. Rest now. Wir wissen nur, dass sie Futaba heißt, okay? So young and innocent. Let her live. What? You're the one who said to kill everyone in the village. Futaba. Fine then. Show yourself, Ranzo. What should we do about that other Kunoichi? Lure her to Hagogake. See just how troublesome she is. Hagogake, eh? Sure. Shinogi! Make sure Ranzo doesn't have too much fun. Sure thing. You're no fun. Aha, okay. Also, was sind denn das hier für Grafikbugs? irgendwie gibt es hier noch so eine geheime Organisation dabei. Diese Grafikbugs hier, die gefallen mir gar nicht irgendwie. Nee, Freunde, das gefällt mir nicht. Ich muss da gerade mal nochmal neu starten. Es tut mir leid, aber ich muss noch mal ganz kurz hier einen Schnitt machen. Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. ja, jetzt sieht es schon besser aus. Ich habe einfach mal den Emulator neu gestartet und jetzt geht's. Ja, Freunde, wir spielen jetzt mit der Rin. Also das heißt, Rin ist eine Frau. Rin ist ein Ninja. Ich weiß jetzt nicht. Um Gottes Willen! Oh! Gott sei Dank. Mach den erstmal kalt da. So. Mortal Strike. Zack. Oh Gott, weg hier. Weg hier. Weg, 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 weg. Da ist ein Typ. Oh, verdammt. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Item? Alles klar. Boah, ey. Ich muss mich direkt hier voll fokussieren. Wo ist er denn? Ah, da! Boah, das war knapp! Boah, da bin ich jetzt einfach so reingerannt, ey, Freunde. Aber das hat sich gelohnt. Das war ein mega geiler Kill.
Mein Gott, das geht direkt actiongeladen hier los. ja, wie gesagt, also wer das Spiel kennt, erklärt mal bitte, wer Rin ist und wer diese Futuba oder wie sie heißt ist und ja, genau. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier mit der Rin auf der gleichen Karte wie damals mit Ayame. Wie wir hier nochmal sehen. Wir sind aus der Richtung gekommen. Hier hinter waren wir. Und wir müssen jetzt einfach weitergehen. Und anscheinend gibt es hier irgendeine geheime Organisation oder eine geheime Gruppierung, von der wir noch nichts wissen. Als Ayame zumindest. So, da war ja diese eine Frau da hinten, ne? Die wird, denke ich mal, gleich hier hin spazieren. So, da ist sie. Und die kommt, oh mein Gott. So, direkt weg hier. So, dann Freunde. Ja, wie gesagt, also freut mich mal wieder sehr, dass ihr bei Tenchu Fatal Shadows dabei seid. Ja, wir haben ja beim letzten Mal die erste Mission gespielt. Die lief ja nicht so toll. Und da würde ich sagen, Freunde, ja, versuchen wir es jetzt besser hinzukriegen. So, dann. Ah, verdammt. Oh, was? Wolffang. Krass. Krasser Kill, ja. Die wollte mich nämlich entdecken. Das ist das, das Ding. Und, ja. Das lassen wir natürlich nicht zu, ne? Ist klar. So, was haben wir hier? Was mir auch aufgefallen ist, die ganzen Items, die wir mit Ayame gesammelt hatten. Mach die mal kalter. So. Wieder der Wolffang. Genau. Zack. die haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen die Items nochmal separat sammeln hier mit Rin. Das ist natürlich blöd. Oh, da hinten ist einer. Schaut mal. Aber, oh Gottes Willen, hier ist Wasser. Ach, verdammt. Warum sieht der mich denn hier? So, alles klar. Gut. Wenn ich mich verstecke, kann ich nur gucken. Kann ich nicht schwimmen oder so. Ich muss mich kurz kratzen. So. Und ja, wie gesagt, also einmal wurde ich jetzt entdeckt schon mal. Ist natürlich nicht so doll, ne? Um Gottes Willen, geh doch nicht da raus, Mensch. Einfach nur festhalten. So geht schon. Alles klar, was haben wir da? Wo ist der Typ? Der stand doch eben hier oben. Da unten. Da sind drei Gegner. Auf einem Fleck. Ach du Scheiße, Freunde. Ich will nicht. Der kommt jetzt hier hoch. So, und dann gehen wir ins Wasser einfach. Halt dich fest. So. Gut. Ja. Wie gesagt, also Tenchu Fatal Shadows. Sehr geil. Sehr geiles Spiel. Ja, bin ich mal gespannt, was es noch so bringt. So, würde ich sagen, der hampelt da wieder rum. Was ich noch sagen wollte, ich habe das Level halt schon mal angespielt bis zu dieser Stelle hier. Mit meinem neuen Aufnahmetool hat das aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Der hat nur Bilder aufgenommen. Und deswegen bin ich jetzt einfach wieder zum Loilo zurückgekehrt. So, mach den kalt. Zack. Mortal Strike, ja. Geil. Ja, Rin, krass. Neuer Charakter auf jeden Fall. Und ja, da sind jetzt die zwei Gegner da unten. Einfach mal beobachten, was die da so machen, ne? Der eine ist da rechts und der andere ist da. So. Blöd ist halt, ich hab gar keine Items, womit ich die irgendwie wegziehen könnte oder instant killen könnte oder so. Deshalb werde ich direkt laufen, wenn der sich umdreht. Genau jetzt. Ah, verdammt! Scheiße! Da wurde ich entdeckt. Verdammte Scheiße! Ah, fuck! Fick dich doch, ey, Mann! Das ist aber auch schwer. Oh, Leute! Die ziehen aber ganz schön viel ab, ey. So, geh einfach weg. Lauf einfach. So, und. Oh, man kann ja aus dem Wasser springen. Das ist geil. Also, wenn man sich versteckt, kann man sich nicht drehen. Aber ich warte erstmal ab, bis die sich da beruhigen. Ach, verdammt. Verdammte Scheiße. Da wurde ich schon wieder entdeckt, ey, Mann. So.
So, dann. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen eigentlich. Aber okay. Schade, dass man sich hier unten im Wasser nicht so bewegen kann, ne? Ah, doch, man... Ah, ich verstehe schon jetzt. Jetzt, man dreht sich und wenn man dann so macht, dann kann man gucken. Ich verstehe. Okay. Alles klar. Aber die Steuerung hier, meine Güte. Also... So, der Typ, der müsste ja eigentlich zurück auf seine Route jetzt gehen, ne? Genau. Versucht er. Um Gottes Willen, steh auf! Was macht der denn da oben? Wie ist der überhaupt da hochgekommen? Selbst ich komme da nicht hoch. Ah doch, okay, alles klar. Dreiersprung. Oh Gott, sehen die mich hier oben? Oh Gott, geh lieber weg. So, häng dich mal da dran. Also wir können einen Dreiersprung machen, das halt dann, ja, hält sie sich fest. So. Das ging aber auch irgendwie, dass man sich hier, dass man über die Wände hochlaufen kann. Die Funktion hatten wir ja... Also die Fähigkeit haben wir ja beim letzten Mal bekommen. Allerdings frage ich mich gerade, wie das funktionieren soll. So, falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, mal wieder. Meine Frau sitzt drüben und wieder guckt wieder ihre Serie, ne? Sehen die mich hier? Ich hoffe mal nicht, ey. Nee, gut. Ich trau mich einfach und direkt abbrechen und lauf weg. Boah, ey. Ich will gar nicht die Kill-Animation sehen, weil ich dann entdeckt werden würde. So, seht ihr das? Da ist der Typ nämlich. Er ist voll in Alarmbereitschaft da, weil der fragt sich natürlich, wer war das? So. So. Und zack. Das war doch mal gut, Freunde, oder? Das war doch mal sehr gut. Ihr Mortal Strike, zack. Ja, diese Rollen hier, die muss man halt immer einsammeln, ne? Und, ja, was? So, das ist der Kletterhaken. Ne, den brauche ich nicht unbedingt. Wo war denn diese Funktion, dass man... Ah, hier, okay. Alles klar. Dass man die Kamera hinter den Charakter sich zieht, sozusagen. Und, ja, wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Was machen wir hier überhaupt? Stimmt, wir sollen ja an die Docks, hat unsere Freundin da gesagt. Und gut, also irgendwie hier drüben, hier drüber oder was? Moment, wo ist die Karte? Bin ich überhaupt? Ah, hier links. Ah, hier rein, stimmt. Ah, okay. Man kann ja auch kriechen, alles klar. Mhm. Das ist genau wie bei Wrath of Haven, Freunde. Hier, haben wir hier irgendwas? Nö, okay. Da ist der nächste Gegner schon. Was soll ich denn da machen, wenn er jetzt hier hinkommt? Ey, das ist doch mal... Das ist doch mal jetzt mega unfair, oder? Der kommt nicht. Der kommt nicht rum. Alles klar, sehr schön, Freunde. Und kill den. Von oben. Zack. Oh! Was war das denn? Falling Rock. Gefallene Stein. Geil. Da haben wir wieder so eine Röntgenaufnahme hier gekriegt. Richtig gut, ey. Das war ein geiler Kill. Pahaha. So. Wie gesagt, ich kenne dieses Spiel nicht. Noch nie gespielt. Ah, verdammt. Ah, verdammte Scheiße. Boah. Die erschrecken einen noch mal gerne, ne? Ich hab so Schiss, ey. Ich will nicht so oft entdeckt werden, weil das Entdecktwerden hier, das haut noch mal mehr rein. Habe ich festgestellt. Also, das ist richtig übel, wenn man hier entdeckt wird, weil dann kann man eigentlich keine gute Statistik mehr bekommen. Selbst wenn man alle tötet. Also das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Ah, da links ist keiner. Okay. Oh nein! Oh, die erkennen einen aber auch direkt. Die erkennen einen aber auch direkt, hä? Kann ich hier irgendwie hoch? Nö. Ja, wie soll ich das denn machen da? Ah, Mann. Ah, Moment, ich kann aber...
Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, wie soll ich das denn machen jetzt? Die sind lustig. So weit kann die nicht gucken. Das kann nicht sein. Ah, die läuft da vor die Wand. Okay. Schaut sich einmal die Wand an. Alles klar. Das ist aber ein bisschen zu nah jetzt. So. Dann dreh dich mal hier um. Genau, und wenn du dich jetzt rumdrehst, dann bist du fertig. Jetzt. Jetzt bist du fertig. Tussi, ey. Mann. Oh, neuer Kill. Sundered Prey. Aha. Keine Ahnung, was das heißt, aber das sah geil aus auf jeden Fall. Okay. Wie kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Oh, wir sind doch schon fast fertig hier mit dem Level. Krass, wie schnell das geht. Ja gut. Die ersten beiden Level halt, ne? So, da hinten ist der nächste Ninja. Sieht er mich hier? Sieht er mich hier? Nein. Okay. Tut er nicht. Sehr schön. Zack. Weg da. Oh. Rücken durchge... Krass. Warum kommen da manchmal so Röntgenbilder an? Hä? Oh, zwei haben wir jetzt bekommen. Okay. Ah, ich glaube, das ist für Killstreak. Also wenn man ein paar Gegner killt hintereinander, dann, ja, kriegt man mehrere Rollen anscheinend. So, da ist... Also ohne gesehen zu werden. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach du Shit, Freunde, ey. Zwei Gegner. So, der sollte mich aber nicht sehen können. Nein, tut er nicht. Oh, kommt er hier hin? Der kommt hier hin. Oh mein Gott. Oh Mann. So. Alles klar, also aber die Route geht klar. Da hinten der Gegner, der kann doch nichts machen, wenn ich den kille. Also langsam wird's eng, ja. Weiter kann ich nicht zurück, Junge. Jetzt rede ich rum. Sehr schön. Und! Nein! Verdammt! Kurz daneben gesprungen. Ach, Mann. Kurz daneben gesprungen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, verdammt. Verdammt, es war nur ein Zentimeter. Wenn ich den mehr gesprungen wäre, dann hätte ich ihn gekriegt, ey. Mann, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. So, der kommt jetzt wahrscheinlich hier hochgesprungen. Ja, oder er bleibt einfach im Wasser. Geht natürlich auch, dann... Kill den halt mit dem Dings. Schuriken! Verdammt! Das hat dich getroffen. Scheiße. Ich frage mich, was das hier ist. Keine Ahnung. Erklärt mir mal heute, was das ist. Weil ich weiß nicht, was das ist. Warum treffe ich den denn nicht hier mit dem Schuriken? Ich probiere es nochmal. Ja, sehr schön. Geht doch. So, dann... Sammeln mal die Items hier ein. Oh! Oh! Oh, verdammte Scheiße. Oh Gott. Da hat die mich so weit entfernt entdeckt. Ah, und schon wieder. Scheiße. Ah, Mann, ich wurde schon wieder so oft entdeckt. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann beobachtet die mal da. Ja. Warte mal, bis die sich abreagiert da. Und dann sollte die eigentlich wieder zurück auf ihre Route gehen, oder? Das ist doch die Tenshu-Mechanik, genau. Genau, die geht zurück auf ihre Route. Oder auch nicht. Ah, verdammt! Wie oft wollt ihr mich noch entdecken hier? Mann! Ach, das war wieder blöd. Das war wieder zu dumm, um wahr zu sein, ey. Verdammt! Was denn? Was zur Hölle? Zur Hölle mit dir. Da ist sie abgebrannt, ja geil. Mann. Ja, dann komm halt. Dann kill ich die jetzt so, ist mir scheißegal. Ja, komm.
Schuriken einfach so, zack. Verdammt, ey. Verdammt. Mann, 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 Mann. Gib mir wenigstens deine Rolle. So. Oh, die hat gar keine. Oh, Mann. Was für eine Fotze. Entschuldigung, aber das ist doch richtig nervig, oder? Oh, ich habe eben in der Mauer drin gesteckt. Auch nicht schlecht. So, wir haben es jetzt. Jetzt kommen wir, glaube ich, gleich zu einem Endgegner. Aber bevor wir zu einem Endgegner kommen, heil dich erstmal voll. So. Ah, die Mucke ist geil. Hört sich ein bisschen an wie bei Dino Crisis, dem zweiten Teil. So, dann. Ja? Was ist jetzt hier? Hallo? Hallo? Ich bin noch hier. Was denn? Ah, okay. Alles klar. Ja, cool. Cutscene. Ah, das sind die Docks, okay. Mhm. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie scheiße ist es? Oh Mann, schon wieder nur Kackstatistik, verdammt. Ich wurde doch... Ja, achtmal, ne? Achtmal, das ist schon heftig eigentlich. Ja, verdammt. Aber eigentlich... Warte mal, Specials minus 9? Hä? Wieso Specials minus 9? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Erklärt mir das mal bitte. So, was haben wir denn wenigstens noch hier? Wenigstens nicht im Minus gewesen. So, ja toll. Reisbällchen immerhin. Okay, alles klar. Gut, da haben wir jetzt hier die Rollen. Alles klar. Fangguard, okay. Was ist der Fangguard? Fangguard, Festdeck. This technique allows you to parry enemy attacks. It requires speed, accuracy, and strength. A ninja who performs this technique incorrectly will put herself at a disadvantage and possibly even be killed. Ooh, okay. Krass. Gut, next mission, Freunde. Die Verteidigung kennen wir ja, ne? Ach man, schon wieder so eine blöde Statistik. Ich wollte doch, dass es jetzt Schritt für Schritt besser wird, aber... Weil diese eine Frau da mich irgendwie 3-4 Mal entdeckt hat. Sonst wäre das ganz gut geworden, denke ich mal. Ayame follows the Kuroya to the village of Hakogake. There she faces the leader of the Kuroya, Juzo. Next on Tenchu Fatal Shadows, secret encounters. Evil will perish in a flash of crimson. 10 stones borrowed, stacked atop each other. 20 stones found. Stacked up high. 10 to leave upon the journey, and 20 to return. The colored stones on left and right signify a promise to Kiku. The promise to Kiku is fulfilled, but not all is well. A dark shadow crosses the path. The shadow must be dispelled, or the sun cannot shine. Without the sun, Kiku's smile is lost in darkness. Die geheime Begegnung, okay. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Gut, wir spielen nächstes Jahr wieder mit Ayame. Da haben wir auch hier die ganzen Items. Leave behind to lure. Ah, Blasrohr. Ja, das habe ich doch vermisst, das Blasrohr. Hier, das hier.
Gut, Freunde, wie gesagt, also hier kommt Prinzessin Kiku wieder vor, finde ich sehr cool, aus dem zweiten Teil von Tenshu. Und ja, bin ich mal gespannt, was da so jetzt gebacken ist in der geheimen Begegnung. Aha. Okay, gut, Freunde, würde ich mal sagen, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da oder ein Kommi. Würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.